Die Besonderheit bei diesem Film waren ganz klar die lebensgroßen Roboterhände. Die Entwicklung und der Bau hat ziemlich lange gedauert. Ich habe sie versucht, so realitätsnah wie möglich zu bauen. Viele kleine Details machen den Gesamtlook noch spannender. Sogar eine Art Sehnen sind vorhanden, die sich bei der Bewegung des Handgelenks herausziehen oder reinschieben. Wie ich die Arme befestige, um sie im Film bewegen zu können, habe ich nach langem Überlegen mit zwei Mikrofonstativen umgesetzt. Einfach mit Kabelbindern festgezurrt und die Stativstange etwas mit Lego umbaut. So kann ich sie ganz nach Belieben bewegen und arretieren. Für fast jede Bewegung im Film musste ich mir vorher meine eigene Hand anschauen, wie sie und die Finger sich eigentlich bewegen. Es hat total Spaß gemacht und vielleicht kommt mir ja noch eine weitere Idee für die beiden Hände. Schön waren auch eure Interpretationen, was das Video zu bedeuten haben könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.